Ja, servus, hallo, zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Heute geht's nicht um das 16V und nicht um die Lady, nicht um die Mona, sondern um was ganz Spezielles, ganz kurzes Video dort drüber. Ich habe ja ganz viele, die ich ja in den Videos schon erwähnt habe, die mir Sache zukommen lassen oder sonst irgendwas, wo sie sagen, pass auf, dort, du bist gerade dabei, ich bin was am mache, ich hab da was, schick mir deine Adresse oder wie auch immer und bezahl den Versand oder komplett schenke ich dir. So wie der komplette Sponsor von der Sudküche, du ich gleich nochmal inblende. Guck ich mal, du ich dann da oben mache. Für Sponsor. Haben mir die Sudküche auch noch als Wetter Teilsponsor, was im Moment nicht funktioniert mit dem Unboxing. Das wird, denke ich, demnächst kommen, weil ich kriege das alles irgendwie im Moment nicht so gemacht. Das funktioniert nicht. Aber ich gebe mir Mühe. So, ich gebe mir Mühe. Und letzte Woche am Sonntag war mir ja auf dem Unorganized, wie ich schon gesagt habe. Und, oder wie man im Livestream drüber gesprochen hatte. War es saugules Treffen, wirklich saugeil. Respekt an die Leute, die das auf die Beine gestellt haben, gerade hier bei uns in Zweibrücken. Im Moment es ist es noch sau heiß. Ich habe jetzt gewartet bis abends für das Video zu machen, weil gestern habe ich hier auch nichts gemacht. Da waren gefühlte 50 Grad in der Garage. Das ist einfach abartig. So, jetzt haben wir oben. Es ist immer noch sau warm, aber ich will das heute machen, weil ich finde das sau geil. So wie der Ivo mit dem Schild. Moment, drehen wir kurz. Das Schild hier. Im Hintergrund, wo er gesagt hat, pass auf, wir machen ein Gewinnspiel. So war am Sonntag. Ich habe ja viele Leute, wo ich kenne, sehr viele. Es kommen auch viele auf mich zu, wo die Videos gucke, wo dann was erklärt haben wolle oder wie auch immer. Und wir haben am Sonntag dort gestanden, erzählt, hin und vorne. Und er sagte, er hat vor ein paar Jahren für. Ach Gott, jetzt. Fangen wir nochmal an. Er hat vor ein paar Jahren Viertürer E-Kadett in Grün mit dem großen Spoiler verkauft, ob das der wäre. Habe ich gesagt, nee, kann jetzt hin. Ich habe das Auto schon über 20 Jahre. Den Spoiler habe ich vor 19 Jahren drauf gemacht. Oder glaube ich sogar ganz am Anfang schon. Und kann jetzt hin. Dann haben wir weitergeritten. Irgendwann sah er, ey, den Spoiler habe ich bei mir ohne im Keller leihe. So wie ich bin natürlich. Warum leiht er bei dir, nicht bei mir? Dann sagt er, kein Problem. Komm vorbei, nimm deine mit, schenke ich dir. Aber ich sage, das ist saugeile Sache. So. Hab natürlich weder mir Name geben gelassen, noch Handynummer, sonst irgendwas, war einfach nur neben dem Kollege, der wo dabei war. Ich habe dann ein paar Tage später, habe ich noch aufgeschrieben und gesagt, du, pass auf, dein Kollege, ist das wirklich so und wer ist das? Und weil ich finde das, so wie ich bin, genau er, nur die meisten sehen das nicht. Und habe ich ihn dann angeschrieben, er gehört zu Rekas, also nee, nicht er gehört, sondern er ist Rekas Tuning in St. Ingbert. Da kommt jetzt gleich, wenn ich soweit bin, kommt noch richtig geiles kurzes Video, wo ich paar Videos, ein, zwei Videos gemacht habe, wo ich was Neues ausprobiert habe und ein paar Bilder, die ich bei ihm geschossen habe, was ich geil fand. Ich respektiere Privatsphäre auch von anderen, gerade weil ich das mache. Deswegen habe ich nicht alles fotografiert oder alles im Detail oder sonst irgendwas, sondern nur so grob, weil das ist sein Ding. Aber gerade was Autos umbaute oder sonst was angeht, ist richtig geil. Geile Sache, was er hat. Kann jeder mal gucken. Rekas Tuning. Da kommt gleich das Video, da sieht man dann alles. Und bin ich hingefahren und ich natürlich mit einem schlechten Gewissen. Ich kann nicht einfach hinfahren, kann den Spoiler nehmen und kann sagen, danke, das war's und tschüss. Es war ein saugeiles Gespräch. Wir haben es richtig gut unterhalten. Wir werden es auch definitiv öfter sehen. Er wird da in die Sudküche kommen, weil er gesagt hat, er will das mal angucken. Und habe ich natürlich gesagt, komm doch vorbei auf der Livestream. Da werden wir mal sehen, ob er dann in der Livestream irgendwann demnächst dabei ist. Das weiß ich nicht. Und auf jeden Fall bin ich dann dort hingefahren und habe gesagt, pass auf, ich bringe dir ein paar Bier mit. Das Mindeste, was ich machen kann. Jetzt ist mir in dem ganzen Gespräch, wo ich dort bei ihm war, was Geiles kommen, weil ich kriege auch viele Sachen beigetragen. Und ich habe jetzt was, was ihm eine saugute Freude macht, das weiß ich. Und ich habe es nicht gebraucht oder sonst irgendwas. Ich habe das nagelneu gerät. Ich kann nichts damit anfangen. Klar hätte ich das Auto, dafür hätte ich sau gern. Aber im Moment ist es einfach so, ich mache jetzt erst mal meine Autos, die ich angefangen habe, fertig. Zumindest ein paar Stück, bevor ich jetzt anfange, über noch eins nachzudenken. So. Im Hintergrund sehen das, ich habe das jetzt einfach beim Frank mal draufgestellt. Der große Matti-Spoiler. Denn hat er mir komplett geschenkt, weil er hat eine Stehe und er sagt, er ist halt jemand, der kann die Sache nicht wegschmeißen.
Also genau mein Geschmack. So bin ich Art. Ich weiß, das ist was wert und ich weiß, irgendeiner gibt's dann irgendwann mal genau dieses Teil sucht, weil er es braucht oder haben will oder wie auch immer. Dass wir durch viele Sachen auch nicht wegschmeißen, dass wir sieht's ja hier in der Sudküche und Lager, alles was dazugehört, genauso aus, wie es aussieht. Und ich muss sagen, von uns, von der Art von Menschen, die es gibt, die mit dem Auto so schaffe, das mache, gibt's immer weniger. Das ist schade. Und wir werden alle älter, die Junge haben auf sowas keinen Bock mehr. Sie würde gern so ein Auto fahren, aber so Auto kann ich nicht einfach fahren, so Auto muss ich, wie soll ich sagen, das ist wie deine Wohnung. Du kannst ja Wohnung nicht nur wohnen, die muss ich auch putzen, die muss ich manchmal renovieren und machen und tue. So ist es mit dem Auto auch. An so einem Auto ist immer irgendwas zu machen, wie an der Lady jetzt. Lady vorne rechts, Radlager kaputt. Das Neue ist noch nicht dort, deswegen konnte ich heute nicht mit der Lady aufs Schloss Asumstadt fahren. Das funktioniert nicht. Und vorgestern war nochmal beim Anmachen in der Kaltlaufphase ein komisches Geräusch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo weiter wegfahre, versuche ich die Lady wieder auf der Hänger zu stellen, bis ich dazu gekommen bin, die Ölwanne abzumachen, die Lager noch zu gucken, weil ich will mal auf Nummer sicher gehen, bevor es Motorschade gibt. Und weil jetzt ist nur das Geräusch da, da kann man die ganze, wie soll ich denn sagen, da kann man den Schade minimieren. Selbst mit dem Lagerschade, was vorher war, die Kurbelwelle hat keinen Schade gekriegt, weil die Lager noch ganz am Anfang waren. Und es ist nur ganz leicht, aber ich will auf Nummer sicher gehen, weil der Motor, das ist richtig Geld, wo du drin geht in den Motor. Und ich habe noch Kenner kennengelernt, wo gesagt, pass auf, ist kein Problem, ich helfe da damit, bring mal alle Komponente her, wir bauen eh Motor komplett zusammen, ich weiß, was ich mache und dann muss der funktionieren. Habe ich noch Kenner kennengelernt. Vielleicht kommt irgendwann mal einer. Weiß ich nicht. Es sind ja ein paar Sachen, wo ich am gucken bin. So, ich nehme jetzt mal kurz die Kamera, gehe mal hin, zeige euch den Spoiler und dann kommt gleich im Anschluss das Video, was ich zusammengeschnitten habe mit Bildern, wo ich draus beim Domme war. So, ich habe den Spoiler jetzt hier draufgelegt. Auf der Kadett von Frank. Ich mache es jetzt größer. So, der leitet jetzt nur hier drauf, aber ich weiß, dass das nicht schlimm ist, weil der Frank hier a seiner drauf haben will, der hat a so inne. Was mir allerdings fehlt, ist die Stütze in der Mitte. Die Verschraubungen alle da unten, die sind noch komplett da. Die Verschraubungen hier sind, wie es üblich ist, unten rausgerissen. Ist aber überhaupt kein Problem, die habe ich bei mir a neu gemacht. Und ich mache dann ein spezielles Video, wo ich zeige, wie ich die Verschraubung da innen drin mache, damit der Spoiler da nicht mehr reisen kann. So. Und die Stütze, weil ich gucke, ob ich mal Abdruck machen kann von der Lady. Dann muss ich ja Heckklappe holen, den Spoiler ausschneiden. So will das der Frank hier auch haben, dass sauber aussieht. Und der Wolfgang, glaube ich. Aber ich weiß nicht, warte, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, bei denen geht der Spoiler nur auf der GSI-Spoiler. So, ich finde das geil. Also ich habe mich doch gefreut wie eine Sau, als er gesagt hat, ey, komm vorbei, nimm ne mit. Geil, wie der gesagt hat, ey, komm vorbei, nimm schnell mit, dann weiß ich, das Ding kommt irgendwo hin, wo es jemand gebrauchen kann, der das wertschätzen kann, was es ist. So, ich war gerade vorne, da hängt das Thermometer, wir haben 32 Grad auf dieser Ebene, 32 Grad hier drin, also es ist sauwarm. Ich muss gucken, dass ich vielleicht nächstes Jahr zu der Saison, wenn es so warm wird, das Dach fertig gedämmt habe, damit es hier drin nicht mehr so heiß wird. Aber sie erst over am Bumseck, dass man nochmal over im Bumseck, wo die Videos gemacht werden, normal die Livestreams, alles, das ist im Moment viel zu warm, weil da ist einfach das Blech. Du hast nur 2 Meter ungefähr, wo du over bist. Und das ist einfach zu heiß für sich da over mit zwei, drei Leuten drin zu hocken, das ist furchtbar. Deswegen machen wir den Livestream da runter,
finde die Atmosphäre der Hunde auch sau geil. So, Moje ist Montag. Ich denke, Moje geht's weiter mit dem Franks am 6CV. Da kommt die Kühler-Traverse dran und sobald die Woche das Paket kommt, was ich vom, ich kann es schon wieder nicht aussprechen, aus Niederlande kriegt han, dass man die Kühler-Traverse hier rin mache und die mittlere Traverse das Beste auch. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich mal da ein Muster mache, dass ich die vielleicht noch bauen kann, weil es gibt ja auch kein 6CV-Traverse mehr für die Mitte, so viel wie ich weiß. Das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, da geht es morgen weiter, dass man das fertig kriege, dass ich da endlich Servo, Kühler, alles drum da rin setzen kann, aus dem 6CV, dass das fertig wird. Und ich tue es nur nachlackiere. Es wird nicht komplett lackiert. Das heißt, an der Dom, wo ich den Halter inschweiß, wird nur lackiert mit Klarlack alles. Ohne die Kühlertraverse wird komplett lackiert in Schwarz. Dann kommt unter Bodenschutz Hohlraumwachs drin. Das sieht man unten drunter eh nicht. Und ich finde, dort muss schwarz sein und nicht, dass es rot rausstecht. Und dann kann ich endlich die Bremsleitungen machen, damit mir weiterkomme und an die Kabel gehen können, weil da ist noch ein bisschen Arbeit. So, ich sehe gerade, da ist mein Hülse. Für den Ölkühleradapter. Ölkühler muss ich noch die Verschraubung aufmachen, dass die gangbar ist, dass man das Innenschraube kenne, wie es original ist. Aber da kommen wir jetzt die Woche dazu, Stück für Stück, ein Video noch ein anderer. Für die Lady muss ich ja nicht hingehen und muss ein Video machen mit dem Radlager. Ich denke, das können wir uns sparen. Ich hoffe, dass zum nächsten Treffen was ist. Ich weiß gar nicht, welches jetzt kommt. Die Lady soweit ist, dass wieder alles fahrt. Ich hoffe es. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall, wenn es weiter weg ist, gucke ich, dass ich die Lady auf den Hänger stellen kann und mit dem Hänger fahre, bevor es einen Motorschaden gibt auf der Autobahn, weil ich jetzt sagen, wir müssen die 300 Kilometer dorthin fahren. So, das war's von heute. Einfach ein kurzes Video zwischendrin, einfach um im Domme Danke zu sagen. Danke dafür, dass du so geiler Typ bist und gesagt hast, pass auf, komm vorbei, nimm's mit. Ich hoffe, es freut dich genauso, was ich für dich habe. Ich würde es jetzt im Video zeigen, aber damit warte ich komplett, bis du bei mir bist, bis du es in die Hand kriegst. Und genau den Moment will ich dann aufnehmen. Jetzt wäre der Moment dann weg, wenn ich dir jetzt zeige, wie das alles aussieht. So, das war's von heute. Wenn es euch gefallen hat, teile, like, abonniere nicht vergesse und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.